Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem Video geht's nämlich um die brandneue Eventwoche in GTA 5 Online. Wir haben nämlich in dieser Woche neue Methoden, um viel Geld zu verdienen. Dazu haben wir neue Rabatte bekommen und wir haben einen neuen Inhalt in GTA 5 Online. Und das Ganze erfahrt ihr auf jeden Fall alles in diesem Video. Und falls dir das Ganze jetzt schon gefällt, dann zeig es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen direkt zu den eigentlichen Informationen von diesem Video. Also lehnt euch einfach zurück und gönnt euch dieses Video. So Leute, zunächst haben wir eine Sache neu ins Spiel bekommen und zwar auf der South San Andreas Superspot Seite. Hier findet ihr nämlich den BF Reveal und dieser kostet 652.000 GTA Dollar. Und dieses Fahrzeug konnten wir schon früher freischalten, indem wir nämlich die Missionen von Keine Musik abschließen und dann würden wir das Ganze kostenlos bekommen. Ich weiß nicht, ob es immer noch funktioniert, dass ihr das Ganze somit kostenlos bekommen könnt. Allerdings könnt ihr das Ganze auf jeden Fall jetzt kostenpflichtig auf der South San Andreas Superspot Seite kaufen und dafür müsst ihr keine Missionen abschließen. Und somit haben wir ein neues Fahrzeug, das für jeden von uns jetzt zugänglich ist. Somit kommen wir jetzt zum aktuellen Podiumfahrzeug und zwar könnt ihr momentan am Glücksrad den Paragon R drehen und dieses Fahrzeug kostet eigentlich 905.000 GTA Dollar. Und hierbei handelt es sich nämlich um einen Sportwagen, der vor circa 1,5 Jahren mit dem Casino DLC in GTA 5 Online erschienen ist. So, und mit diesem Fahrzeug macht es auf jeden Fall ziemlich Spaß, damit rumzufahren. Es hat eine gute Performance, also ein gutes Handling. Es ist nicht so schnell im Topspeed wie zum Beispiel der Pariah in der Sportklasse. Allerdings ist dieses Fahrzeug für sich trotzdem ein gutes Fahrzeug mit einer guten Performance und auch einem guten Topspeed, welcher jetzt nicht der beste ist. Allerdings ist das Ganze auf jeden Fall ordentlich. Und vergesst nicht, Freunde, wenn ihr die Casino Penthouse Missionen abschließt, das sind nämlich glaube ich 8 Missionen, dann bekommt ihr sogar die gepanzerte Version vom Paragon R und das Ganze dann auch kostenlos. Und wenn ich mich nicht irre, steht gerade in der Podiumsliste auch die gepanzerte Version vom Paragon R. Das heißt, somit werden wir in den nächsten Wochen oder Monaten die gepanzerte Version von diesem Fahrzeug nochmal auf dem Podium haben, was ihr dann auf jeden Fall am Glücksrad drehen könnt. Aber in dieser Woche könnt ihr auf jeden Fall trotzdem am Glücksrad drehen und dieses Fahrzeug mit ein bisschen Glück kostenlos gewinnen. So Leute, aber jetzt komme ich dazu, wie ihr momentan ziemlich viel Geld in GTA 5 Online verdienen könnt. Und zwar gibt es momentan dreifaches Geld und dreifache RP auf dem Gegnermodus Motor Wars. Und mit diesem dreifachen Geld könnt ihr auf jeden Fall ziemlich viel Geld machen. Das heißt, falls ihr diesen Gegnermodus mögt, das ist nämlich so ähnlich wie Fortnite, dann könnt ihr damit momentan wirklich ziemlich viel Geld machen. Aber nicht nur das, Freunde, es gibt nämlich noch richtig random auch dreifaches Geld und dreifache RP auf Luftrennen. Das heißt, in der Kategorie Rennen könnt ihr für diese Luftrennen dreifaches Geld bekommen. Aber dort werdet ihr wirklich wenig Geld machen. Ich empfehle euch nicht, das Ganze zu spielen. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Möglichkeit und zwar gibt es doppeltes Geld und doppelte RP in den Hangar-Missionen. Das heißt, für die Verkäufe bekommt ihr dann doppeltes Geld. Aber leider muss ich sagen, dieses Business ist eins der schlechtesten Business, die ihr machen könnt, um viel Geld zu machen. Zumindest wenn ihr Solo spielt, denn Solo lohnt es sich nicht, denn die Missionen dauern Solo viel zu lange und ihr könnt die Verkaufsmissionen fast unmöglich komplett abschließen. Aber wenn ihr das Ganze mit 2 bis 3 Freunden macht, dann geht das Ganze auf jeden Fall fit und dann könnt ihr mit dem doppelten Geld gut Geld machen. Aber das ist wie gesagt eine Sache, die ihr nur machen solltet, wenn ihr Leute habt, die euch dabei helfen. Denn Solo lohnt es sich meiner Meinung nach null, das Ganze zu spielen. So, und falls dir die aktuellen Geldmethoden in GTA 5 Online nicht gefallen, aber du trotzdem Geld haben möchtest, dann kann ich dir eine Sache empfehlen und zwar mein persönlicher Partner Loot4Games. Dort gibt es nämlich die günstigsten Money Boosts für GTA 5 Online, aber nicht nur das, Freunde. Zum einen ist die Seite nämlich am sichersten, wenn es um Money Boosts geht und zum anderen gibt es dort auch Unlock All Accounts und diese sind auch ziemlich günstig, auch für die PlayStation 4 und auch für die Xbox One, also schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung ganz oben vorbei. In diesem Sinne kommen wir nämlich zu den aktuellen Rabatten und welche sich genau lohnen. Es gibt jetzt nämlich auf der Macebank for Close Seite 40% Rabatt auf alle Hangar. Und hierbei empfehle ich euch einen Hangar zu kaufen, wenn ihr das Ganze wirklich haben möchtet.
Und bei den Renovierungen, das heißt, die ihr aufrüsten könnt, dort würde ich euch nur zwei Sachen empfehlen. Und zwar zum einen ein Bett bzw. Schlafbereich, damit ihr hier ganz einfach spawnen könnt, wenn ihr möchtet. Und zum anderen die Werkstatt. Denn somit könnt ihr eure Flugzeuge oder Helikopter modifizieren und das ist ziemlich wichtig. Allerdings finde ich die anderen Optionen, die ihr hier auswählen könnt, nicht relevant und die werden euch nichts bringen. Und auf diese Upgrades gibt es natürlich auch gerade 40% Rabatt. Und falls ihr wirklich einen Hangar kaufen möchtet, dann macht das jetzt, denn jetzt ist es wirklich ziemlich billig. Wir machen weiter auf der Legendary Motorsport Seite. Hier haben wir nämlich einen Rabatt von 40% auf dem Zyklone. Dieses Fahrzeug ist nämlich ein Elektrofahrzeug. Es hat eine ziemlich gute Beschleunigung. Allerdings ist der Topspeed hierbei nicht gut und auch das Handling bei diesem Fahrzeug ist auch nicht so gut. Das heißt, ihr könnt das Ganze kaufen, falls ihr Rennen fahrt, wo ihr eine gute Beschleunigung braucht. Aber falls ihr einen guten Topspeed braucht oder ein Fahrzeug, das ihr gut handeln könnt, dann würde ich das Ganze eher nicht empfehlen. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Fahrzeug trotzdem wegen der Beschleunigung ein gutes Fahrzeug. Weitere 40% Rabatt gibt es auf dem Visione und dieses Fahrzeug ist von der Performance auch nicht gut, Freunde. Also hierbei würde ich euch vom Kauf abraten, denn dieses Fahrzeug ist sogar langsamer als der Centorno. Also Freunde, auch mit dem Rabatt von 40% würde ich hier die Finger von lassen und nicht zuschlagen. Wir machen weiter mit der Rostock Catch and Carry Seite und zwar haben wir hier einen Rabatt von 25% auf dem Alkonost und dieses Jet ist wirklich das größte Jet, das wir uns kaufen können. Um genauer zu sein, ist das Ganze nämlich ein Bomber und ihr habt hier eine Funktion, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr richtig hoch fliegt, von der Map verschwindet und dann könnt ihr Bomben fliegen lassen. Und darauf gibt es momentan 25%, allerdings finde ich diesen Jet nicht nötig. Also auch wenn ihr den Trade-Preis freigeschaltet habt und dafür nur 2,5 Millionen Dollar ausgeben müsst, finde ich das Ganze trotzdem zu teuer dafür, was ihr halt bekommt. Und vergesst nicht, falls ihr das Ganze kaufen möchtet, dann braucht ihr auf jeden Fall einen Hangar, ansonsten könntet ihr das Ganze nicht kaufen. Weitere 25% Rabatt gibt es momentan auf dem Annihilator Stealth und somit bezahlt ihr beim Trade-Preis nur noch 2,176 Millionen Dollar. Und dieser Helikopter ist ziemlich cool, ihr habt hier ähnlich wie bei der Akula die Stealth-Funktion und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also 25% schmecken auf jeden Fall hier bei diesem Helikopter. Und zu guter Letzt gibt es noch 40% Rabatt auf die Valkyrie und dieser Helikopter ist ziemlich alt, noch vom allerersten Heistüberfall und somit müsst ihr 1,7 Millionen Dollar noch zahlen und meiner Meinung nach ist das Ganze trotzdem zu teuer, auch wenn ihr hier links und rechts Waffen habt. Also hierbei würde ich euch auch vom Kauf abraten. Wir kommen weiter zur Alitas Travel Website und zwar gibt es hier 40% Rabatt auf dem Havoc. Und dieser Helikopter ist wirklich mit Abstand der kleinste Helikopter im Spiel und wie gesagt, hier haben wir einen Rabatt von 40%. Es ist ziemlich witzig damit rumzufliegen, allerdings finde ich das Ganze trotzdem für 1.038.000 Dollar zu teuer. Also ich würde mir das Ganze nicht kaufen. Das waren jetzt alle Rabatte, die für uns verfügbar sind. Wenn ihr euch aber jetzt in GTA 5 Online einloggt, dann bekommt ihr ein Geschenk und zwar diese Cap hier. Und ihr müsst euch dazu wie gesagt nur in GTA 5 Online eingeloggt haben. Aber in diesem Sinne kommen wir jetzt zu den Prime Gaming Rabatten und diese bekommt ihr dann, wenn ihr euren Prime Gaming Account mit dem Social Club in GTA 5 Online verknüpft habt. Und hier bekommt ihr nämlich folgende Sachen. Rockstar Games schreibt nämlich folgendes: GTA Online Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten das Sonar für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA Dollar, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Zusätzlich erhalten Prime Gaming Mitglieder exklusive Rabatte. In dieser Woche gibt es 35% Rabatt auf das Kurz 31 Patriotenboot und die Ski zu Longfin. Und somit gibt es wie gesagt jetzt zwei Rabatte, nämlich 35% auf das Patriotenboot und auf die Longfin. Und das sind im Prinzip mit der Sonarfunktion in der Kosatka die Rabatte, die momentan Prime Gaming Nutzer bekommen. Und Prime Gaming Nutzer bekommen wie in jeder Woche 200.000 Dollar, wenn sie sich einfach einmal in der Woche in GTA 5 Online einloggen. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und zu guter Letzt haben wir natürlich ein neues Zeitrennen, dieses nennt sich nämlich Casino und hierbei würde ich euch für Anfänger die Barty 801 empfehlen, für die Leute, die etwas mehr Geld haben, natürlich auch die Hakuchu Drag oder den Krieger oder ein Formel 1 Auto, damit könnt ihr das Ganze auf jeden Fall schaffen. Wir haben ein neues RC Bandito Zeitrennen und zwar Cypress Flats
und ein neues Premium-Rennen. Und dieses nennt sich Mazeka Mikasa. So Leute, und das wären jetzt im Prinzip alle neuen Informationen der aktuellen Eventwoche und ich hoffe, dass dieses Video gefallen hat. Falls das Ganze der Fall ist, dann zeige es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber in diesem Sinne würde ich nur sagen, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen, ihr seid die Besten und ciao.